Oh, es schneit. Wir haben Winter. Hole Hilfe. Untersuche den Hinterhof. Okay. Hier darf ich nicht lang. Da ist jemand. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Nein. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Oh, 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 oh. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Nee, die haben wir nicht. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Mhm. Na dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Der freut sich. Ich glaube, der mag uns nicht. Oh, eine Zeitschrift, aber die kann ich noch nicht lesen. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Nö, dann folgen wir einfach mal. Na komm. So. Dankeschön. Und was? So, Schuhe aus. Ab ins Bett. Die sieht echt krank aus. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan.
Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Oh, die ist aber lieb. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Oh. Sprich mit Rose. Ja, mehr kann ich hier auch nicht machen. Hoffentlich isst sie wirklich mal was. Die hat schon ewig nichts gegessen. Kann ich hier rumschnüffeln? Macht man ja eigentlich nicht, ne? Aber... Oh. Ja, schön. Aber mal eben aus dem Fenster gucken ist ja nicht verboten, ne? Oh, die haben das echt schön hier. Gefällt mir. Weihnachtsbaum. Was? Bilder, okay. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Dankeschön. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. Ha. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Wer ist sie denn? Sieh nach, was los ist. Okay. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet.
Oh, was? Oh nein. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Na komm. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Jemine. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Das ist echt eine richtig gute Frau. Und ihr Sohn meint es ja auch nicht böse. Er macht sich halt auch nur Sorgen. Der Dritte Weltkrieg. Ach, guck mal. Was mache ich denn jetzt? Warte auf Rose. Ich warte auf Rose. Fernseher könnte ich anmachen. Oh, was ist hier? Uniform noch. Einschalten. Weihnachtsbaum. Schön. Rede mit was? Mit Adam. Ach, jetzt kann ich mit ihm reden, wenn ich will. Weiß ich nicht, soll ich? Ach, Junge, komm.
Wir wollen euch beiden keine Probleme machen. Wir gehen so bald wie möglich. Ich hab's versucht. Die Polizei. Ist das die Polizei? Was machen wir jetzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Sie wissen, dass wir hier sind. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Wir müssen aufmachen. Oben. Ich wusste, dass komm, das Alice. Passiert. Scheiße. Ich wusste es. Was? Die Uniform muss weg. Oh, ich muss die ganzen Sachen vernichten hier. Was noch? Finde einen Beweis. Noch ein Beweis. Ah! Der Junge ist mir auch viel zu nervös. Das machen wir zu. Kann ich mit dem Jungen reden? Ich würde bitte gern noch schnell mit dem Jungen reden. Der ist mir zu nervös. Ruhig. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Habe ich's jetzt? Beweise alle weg? Okay. Oh Gott. Guten Abend, Ma'am. Oh, entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Oh, shit. Abend, junger Mann. Guten Abend. Oh, Adam, bleib ruhig, bitte. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Mach Kaffee. Sonst noch jemand im Haus? Das... Nur meine Tochter. Sie schläft oben. Ja, muss ich ja sagen, ne? Boah, was eine Tasse. Die sieht so groß aus. Bitteschön. Haben Sie Androiden hier? Nein. Nein, hier sind keine Androiden. Oh, die Klamotten. Ja gut, die können jetzt da hängen. Ich habe ja gesagt, dass Alice da ist. Da ist nix. Boah, jetzt schnüffelt der rum. Danke. Ja, trink den Kaffee und geh bitte wieder. Boah, was der am Suchen ist. Misstrauen. Null. Ach, wir sind bei Null. Boah, wie ein Wachhund, ey. Wie ein Wachhund. Komm, geh. Ja, ja. Oh nein. Wie heißt du, Junge? Nein. Adam. Mein Name ist Adam. Scheiße. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Nein. Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Junge, bitte. Hast du welche gesehen? Nein. 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 Ich habe nichts gesehen. Ich
Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Yes. Oh nein, nein, nein. Ist noch jemand im Haus? Nein. Nein, nein, nein. Waschmaschine. Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Abend, Ma'am. Abend, Adam. Boah, ein Schwein gehabt. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Oh, heute Nacht schon. Okay. Boah. Ach du Scheiße, da gibt's wieder so mega viel. Boah, aber das lief doch jetzt echt mal gut. Im Vergleich zur letzten Folge lief das endlich mal richtig, richtig gut. Ach, das tröstet mich gerade. Ich war so fertig nach der letzten Folge, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Echt nicht. 60% abgeschlossen. Okay, so, da kann man nichts ändern. Was wäre hier gewesen? Alice nähert sich Mary. Ja, ich wollte sie nicht dahin lassen. Rose geht, um Hilfe zu... Das Haus erkunden. Boah, so viel, was ich nicht gemacht habe. Mit Adam reden, um Spannung abzubauen. Das habe ich gemacht. Magazin lesen, das habe ich gemacht. Und das war's. Ja, das kann man, glaube ich, alles gar nicht, oder? Habe ich zu lange in der Zeitschrift da rumgeblättert? Ich weiß es nicht. Naja. Egal, werde ich beim nächsten Mal was anderes ausprobieren oder so. Adam gerät in Panik. Ja. Adam beruhigt. Tür öffnen. Beweise zu Androiden finden und verbergen. Beutel mit blauem Blut verstecken. Alice und Lusa anweisen, sich zu verstecken. Tür zur Waschküche schließen. Androidenkleider verstecken. Haben wir gemacht. Ja, die sollten sich oben verstecken. Die hätten sich auch noch woanders verstecken können. Da wäre auch noch irgendwas gewesen, je nachdem. Ich habe Kaffee gemacht. Ich hätte auch keinen Kaffee machen können. Das ist interessant. Aber sie bietet ihm den ja automatisch an. Polizist befragt Adam. Das ist die Frage, ob der das immer so macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall getäuscht. Polizist ist gegangen. Alles super. Es hätte auch anders ausgehen können. Ich will gar nicht wissen, wie. Absolut nicht. Ich bin einfach nur happy, dass das jetzt so gelaufen ist. Und so lassen wir es stehen. Alles super, alles prima. Gucken, mit wem es in der nächsten Folge, im nächsten Kapitel weitergeht. Ob mit Marcus oder vielleicht sehen wir auch Connor wieder. Oder Hank. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht geht es auch direkt schon hier mit Rose, Kara, Alice und Lusa weiter. Wir werden sehen. Bleibt dran. Danke fürs Dabeisein. Habt einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, eure Jaco.